Die Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Nordwestmecklenburg gestaltet sich zunehmend schwierig. Vor wenigen Wochen ist die Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in Großströmkendorf abgebrannt. Die Haffburg in Wismar ist mit ihren 340 Betten für Asylbewerber voll belegt. Das Berufsschulzentrum Nord wurde zu einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber umfunktioniert. Landrat Tino Schumann hatte im Frühjahr des Jahres angekündigt, die Reißleine ziehen zu wollen, wenn er dazu gezwungen sei, Menschen in Sporthallen unterbringen zu müssen. Wie steht er heute zu dieser Aussage? Die Lage ist mehr wie angespannt. Durch den Brand in Großströmkendorf, 150 Plätze sind dort weggefallen, haben wir natürlich das Problem, dass wir die Menschen, die wir haben, auf noch weniger Raum unterbringen müssen. Deshalb waren wir gezwungen, auch jetzt für Asylbewerber, die nicht in Wohnraum, in Wohnungen untergebracht werden dürfen, weil das Gesetz das nicht vorsieht, sondern in Gemeinschaftsunterkünften versorgt werden müssen, Unterkünfte zu finden. Und wir haben keine mehr, außer die Sporthallen, die wir noch im Kreisbesitz haben. Insofern haben wir jetzt da mittlerweile 60 Personen unterbringen müssen. Auch in dieser Woche wird Mecklenburg-Vorpommern wieder Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Nordwestmecklenburg ist der kleinste Landkreis im Bundesland. Laut Aussage von Tino Schumann nimmt Nordwestmecklenburg aber im Gegensatz zu den anderen Landkreisen prozentual die meisten Geflüchteten auf. Das muss sich ändern, fordert er. Wir haben bei uns das Flüchtlingsaufnahmegesetz Mecklenburg-Vorpommern. Das regelt ganz klar, dass die Aufnahme nach der Einwohnerzahl der Gebietskörperschaften erfolgt. Und wir haben rund 160.000 Einwohner bei uns im Landkreis von 1,6 Millionen im Land, also 10%. Das ist die Quote, die es zu aufzunehmen gilt für die Flüchtlinge, für die Asylbewerber. Und nichts anderes möchte ich, dass wir einfach eine gerechte Verteilung hinbekommen. Landrat Tino Schumann wünscht sich vom Bund und vom Land klare Aussagen, wie die Kommunen und Landkreise weiter verfahren sollen. Nach aktuellen Rechnungsmodellen ist die Sporthalle des Berufsschulzentrums Nord Anfang Januar voll belegt. Was dann passieren soll, ist offen. Der Landkreis schaut sich zwar nach neuen Unterbringungsmöglichkeiten um, aber eine schnelle Lösung scheint nicht in Sicht.